Leute, euer Leben hat wieder einen Sinn. Oh. Vielen Dank, vielen Dank, vielen Dank, vielen Dank. Komm, reicht. 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 Leute, herzlich willkommen zu 99 Problems. Wir sind zurück nach der Sommerpause. Mein Name ist Felix Lobrecht. Ihr hört eins live. Wir lösen hier wieder Probleme mit Live-Publikum, was ich richtig klasse finde. Jetzt geht's aber los hier. Wir lösen jetzt Probleme. Ich habe Micha aus Münster hier sitzen, der ehrlich gesagt aussieht wie die arme Version von mir, die damals keine Zahnspange bekommen hat. Oh. Aber ich freue mich trotzdem, dass du hier bist. Micha, also dein Problem kann ja nicht sein, dass du aussiehst wie ich. Deshalb frage ich dich, was ist denn dein Problem, mein Junge? Ja, mein Problem ist, dass ich aussehe wie du und öfter darauf angesprochen werde. Echt? Ja, ja. Ah, okay. Und wie wirst du angesprochen? Meistens rufen die so hinterher, ey, Felix Lobrecht, wenn ich so durch die Altstadt gehe. Oder manche Leute wollten auch Bilder mit mir machen und kommen dann so hin und sagen, ey, siehst aus wie Felix Lobrecht, können wir ein Bild machen? Mhm. Und dann gucke ich meistens erstmal doof und wie bin überfordert. Wie ist das, wenn man so der Abklatsch, wenn Leute Fotos mit einem machen wollen, aber nur, weil man wie jemand anders aussieht? Das frage ich mich auch immer. Also ich finde es auch nicht optimal, aber ja. Ich bin ganz froh, dass ich so aussehe wie du und nicht wie irgendwer anderes, der irgendwie Scheiße gemacht hat in seinem Leben bis jetzt. Also benimm dich, sonst hast du Ärger. Warte ab, bis die Rammstein-Backstage-Partys geleakt werden. Die Sorge hatten wir vorher auch schon. Nee, okay. Also du wohnst in Münster. Genau. Das ist ja eine Stadt, mit der ich auch noch eine Verbindung habe. Da bin ich nämlich geboren. Aber du forcierst es auch mit dem Nasenring, den hattest du. Ja, den habe ich. Ich habe die Goldkette auch extra bestellt, den Nasenring. Bro, das ist kein Gold. Habe ich auch gesagt. Das ist Katzengold. Da gibt nicht mal Waldi 80 Euro für, ey. Waren ja auch 10. Okay, aber hast du das Gefühl, dass sich das in irgendeiner Form in deinem Alltag behindert? Oder ist es einfach nur so ein bisschen, so, naja? Nee, behindert tut es mich eigentlich nicht. Nee. Aber ich frage mich halt, wie ich damit umgehen soll. Das ist auch mein eigentliches Problem. Wenn die Leute Bilder machen, wie reagierst du denn da drauf, wenn die ein Bild machen wollen? Sagst du dann auch so, ja, hey, komm her? Oder sagst du, nee, danke. Nee, mein Seku tackelt die um. Okay. Ach, du hast keinen Seku? Oh Gott. Oh, ist das peinlich. Nee, Spaß. Na, wenn die Leute nett sind, mache ich immer Fotos. Okay. Das gehört schon dazu. Okay. Wenn die Leute unangenehm sind, musst du keine Fotos machen. Und dann kommt meistens die Frage, und wo ist Tommy Schmidt? Kommt das bei dir auch, oder? Nein. Okay. Die Leute sagen eher, oh, gut, dass Tommy nicht dabei ist. Der ist ja unangenehm. Aber hast du noch einen Freund, der aussieht wie Tommy? Nee, leider nicht. Nee. Sonst wären wir wahrscheinlich zu zweit hier, wenn ich einen hätte. Aber naja. Ich habe nur solche Freunde, die sehen alle nicht aus wie Tommy Schmidt. Ja, die sehen auch alle richtig aus wie Münsteraner Studenten, ey. So, okay. Ja, schlimm, ne? Nee, aber wir machen in der Folge heute ein bisschen was anders, lieber Micha. Und zwar werde ich ab und zu auch mal Probleme crowdsourcen. Ich werde die Leute fragen, wie sie damit umgehen würden. Okay. Und dafür brauchen wir jetzt mal sowas wie ein Handmikro. Hat jemand einen richtig guten Input für Micha, wie er damit umgehen soll? Dass er aussieht wie der bedeutendste Gegenwartskünstler? Ja, da ist ein Vorschlag. Okay, wie heißt du erstmal? Hi, ich bin Simone. Einen Applaus für Simone. Stopp! Na, sie hat noch nichts gemacht, so schnell. Ich habe tatsächlich das gleiche Problem, weil ich habe eine Zwillingsschwester, die sieht aus wie ich. Und wenn mir ist dann, sie auch berühmt? Die ist nicht berühmt. Ja, aber wenn mir dann gesagt wird, hey Claudia, dann sage ich, nein, ich bin nicht Claudia. Das muss man direkt klarstellen. Wenn man dann zu dir sagt, hey Felix, dann musst du sagen, ich bin nicht Felix. Punkt, Ende. Und mehr sagt man dann einfach nicht. Okay, ciao. Ich bin nicht Felix. Okay, hast du das schon mal probiert? Oder, also sei mal ehrlich, wenn du besoffen bist, dann kommt ein Mädel, was relativ hübsch ist. Wie lange lässt du es erstmal laufen? Eigentlich gar nicht. Eigentlich gar nicht? Okay. Also machst du es eigentlich schon richtig? Ich sag direkt, ich bin nicht Felix, nein. Okay. Also meistens kommen die auch an und sagen, dass ich so aussehe wie du und die denken nicht, dass ich du wäre. Also ich glaube, so ähnlich ist es dann doch nicht. Okay. Von daher. Ich will mal so ein Stimmungsbild bekommen. Also ich überlege gerade, wie man das jetzt sinnvoll messen kann. Naja, also klatscht mal so laut, wie ihr denkt, dass Micha aussieht wie ich. Also je lauter ihr klatscht, desto mehr sieht er aus wie ich. Auf drei, okay? 1, 2, 3. Eieiei. Echt? Ich sehe es auch nicht. Eieiei.
Ja, Michael, da mach du keine Scheiße, ey. Du könntest mich richtig in die Scheiße reiten. Ja, aber nicht, ich bin dein Problem, du bist mein Problem. Bist du einfach mein MeToo-Skandal in Münster, ey. Hör auf. Meinst du, ich kann das nutzen, dich erpressen? Das war jetzt ein schlechter Tipp von dir, glaube ich. Aber. Michael, das Gespräch ist beendet. Nee, aber hat noch jemand Input für Michael? Möchte noch irgendjemand was loswerden? Weil ansonsten würde ich einfach sagen, nimm es mit Humor. Löse es möglichst schnell auf und lassen Sie mich und meine Familie in Ruhe. Ja, das wären sonst meine Tipps. Nervt ihr seine Freunde? Nervt es sehr im Alltag? Nee, oder? Absolut gar nicht. Ihr findet das witziger als er? Die begrüßen mich immer so. Echt, ja? Ja. Naja. Und wir haben zwei Felix im Freundeskreis. Einer sitzt da und der andere heißt Harry. Also, wird halt genannt. Was? Einer heißt Felix und der andere heißt Karim? Harry. Aber Harry. Er ist Felix, aber wir nennen ihn halt Harry, weil er so aussieht wie ein Harry und wir zu viele Felix haben. Ganz das, logisch. Das ist der Mensa-Humor, den ich absolut nicht vermisse. So, Micha, wir haben dein Problem gelöst. Einmal kurz Applaus für Micha, bitte. Reicht! Ich löse eure Probleme hier bei 1 Live, eurem Lieblingsradiosender. Wir haben ja hier Live-Publikum, deswegen können wir hier mal ein Zwischenfeedback einholen. Gefällt es euch bisher? Habt ihr eine gute Zeit? Ja, einfach mal. Hört ihr das, 1 Live? Gib mir mehr Geld. Okay. Für meinen Hungerlohn, ey. Für 40.000 Euro sitze ich hier. Also, ist doch peinlich. Spaß. So, wir haben einen neuen Patienten. Ich nenne euch ja Patienten. Sie heißt Sophia und sie kommt aus Menden. Ein Applaus bitte für Sophia. Stopp. Hallo Sophia. Hi. Wo ist Menden? Ich kenne nur Minden und das ist scheiße. Menden ist bestimmt genauso scheiße im Sauerland. Im Sauerland? Ja. Okay, ich weiß immer nicht, wo das Sauerland ist. Hagen ist so die nächstgrößte Stadt. Hagen? Ja. Ist es nicht Ruhrpott? Ja. Das Sauerland. Und dann grenzt Ruhrpott? Irgendwann das Sauerland. Ja. Na gut, dann lass uns das Gespräch beenden. An der Stelle. Ja, deshalb kann ich es mir nicht merken, weil ich das nicht verstehe. Okay, Sophia, wie alt bist du? 29. 29, mhm. Okay. Und was hat eine Sophia aus Menden, die 29 Jahre alt ist? Für eine Frau ist das alt. Naja, jedenfalls wollte ich fragen, Sophia, was du für Probleme hast. Wie kann ich dir denn helfen? Ja, ich habe schon relativ lange eine sehr schlechte Schlafgewohnheit, würde ich sagen. Das was heißt, denn? Ich schlafe schon ewig auf dem Sofa. Man muss dazu aber sagen, ich habe jetzt nicht so ein Schlafsofa, sondern halt so eine richtig schäbige IKEA Ektorp Mini-Couch. Mhm. Nicht so ganz klein. Kannst du nochmal den Markennamen sagen? IKEA Ektorp. Ektorp. Nicht zu empfehlen. Nicht zu empfehlen. Man schläft extrem schlecht drauf. Aber okay. Ja, ich. Aber also erstmal wie lange schon? Boah, Jahre bestimmt. Jahre mit kurzen bestimmt. Unterbrechungen mal. Kurze Unterbrechungen, aber dann war es mal der Küchenstuhl oder was? Seine Couch mit dem Küchenstuhl betrogen. Leute, abonniert mal Kanal erstmal. Jetzt. Okay, aber du hast schon ein Bett. Ja, habe ich. Und ist das Bett auch bequem? Ja, schon. Ja? Ja. Ja, ich muss kurz mich sortieren. Also du schläfst einfach auf der Couch wie so eine Oma, die so ja, beim genau. Fernsehgucken so einschläft. Genau, vom Fernseher und aber guckst, Licht also an. Du guckst abends immer auch Fernsehen dann? Nicht aktiv. Also der läuft schon, aber ist jetzt nicht so, dass ich wirklich was gucke. Sondern? Also ich gucke dann so parallel in mein Handy oder und schlafe dann meistens irgendwie okay. So ein. Wie viel Uhr schläfst du so ein? Zwischen 10 und 12, würde ich sagen. Und was hast du dabei an? Spaß. zwischen 10 und 12 ist auch ganz schön früh, oder? 10 und 12? Schlafen ja, normale Leute um die Zeit? Aufstehen. Bitte? Du bist früh aufstehen. Wann musst du aufstehen? Theoretisch, wann ich will, aber ich... Du lebst wirklich wie eine so Oma. Um 5. Du kannst aufstehen, wann du willst, aber stehst früh auf. Ja, ich bin und schläfst auf der Couch. So was machen Omas. Hast du was gegen Türken? Dann wärst du wirklich... Dann wärst du wirklich meine Oma. Nee, okay. Aber was heißt, du kannst aufstehen, weil arbeitest du im Homeoffice? Nein, ich bin selbstständig. Du bist selbstständig. Genau. Was machst ja. du? Ich habe eine relativ große Reitanlage. Und genau. Reitanlage? Mhm. Mhm. Genau, mach Unterricht, hab Pferde und so weiter. Du hast Pferde? Pferde, Schweine. Schweine? Ja. Kann man auf den auch reiten? Ja, ich habe es versucht. Ja, es geht.
Ja? Ja. Dann schicke ich dir mal Peter vorbei. Auf Schwein wird nicht geritten, sag mal. Okay. Ja, warte, jetzt muss. Aber wohnst du dann auch so richtig ländlich? Jein, relativ. Also es ist schon angrenzend ans Stadtzentrum. Okay. Aber die Stadt Menden ist jetzt nicht so groß. Okay. Ja, also ich, also das Thema, über das wir hier sprechen, ist ja Schlafhygiene. Ne? Ne? Aha. Das Thema ist Schlafhygiene. Und Schlafhygiene ist wichtig. Und also hast du denn schon mal probiert, einfach deine Routine, die du auf der... Also erstmal, wo ist denn das überhaupt das Problem? Was stört dich daran? Ja, dass es halt mega unbequem ist, das ist unbequem. Ich jeden Morgen aufwache wie... Scheißerst du dann nochmal ins Bett oder startest du von der Couch aus in den Tag? Nee, ich gehe dann direkt von der Couch in den Tag. Echt? Quasi. Ja? Genau. Okay. Ja, ja. Aber hast du denn schon mal probiert, deine kurz vorm Einschlafen-Routine einfach von der Couch aufs Bett zu verlegen? Also, dass du einfach so sinnlos am Handy daddelst im Bett? Weil das scheint mir ehrlich gesagt die offensichtliche Lösung zu sein. Dass du einfach dasselbe machst wie sonst, nur halt da, wo du schlafen willst. Ja, okay, aber ich habe im Schlafzimmer keinen Fernseher und also den könnte ich da nicht anmachen. Ziel wäre, ja, aber könntest du nicht rüberbauen? Ziel wäre eigentlich, dass ich normal schlafen kann ohne Fernseher, weil es ja auch einfach nicht so gut ist, ständig irgendwelche Medien laufen zu lassen. So beim aber ich glaube, es ist besser, vorm Fernseher im Bett einzuschlafen, als vorm Fernseher in der Couch. Ja, jetzt machst du ja gerade quasi das Schlechteste. Ja, okay. Ja, aber irgendwie geht es nicht. Also ich schaffe diesen Punkt nicht, wie sonst vielleicht andere Leute aufzustehen und dann, also irgendwann wacht man ja so auf, weil man steht hast du dein ja Handy nicht grad so am, richtig. Hast du dein Handy gerade an der Frau? Nee, warum? Dann sag mal deiner Begleitung, Anna? Dass sie dir jetzt dein Handy geben soll, bitte. Gib mir mal mein Handy in der Tasche. Wie heißt du? Wie heißt die Begleitung? Anna. Ein Applaus für Anna, bitte. Reicht. Okay. Anna, das dauert ein bisschen zu lange. Wir sind hier gerade live und das ist gerade tote Zeit für die Leute zu Hause. Dankeschön, Anna. So, okay, jetzt öffnest du bitte deine Wecker-App. Ja. Und jetzt stellst du dir einen Wecker auf 21.47 Uhr. Da arbeite ich ja noch. Da arbeitest du noch? Ja. So ein Nebenjob. Was? Um 21.47 Uhr? Ja. Ey, wie kannst du denn da noch arbeiten, wenn du meistens um 10 einschläfst? Ja, das geht ja, relativ Sophia, schnell. Ja, Sophia, dein Lügengerüst also fällt dir gerade in sich zusammen. Ich gehe ja rein ins Haus und penne quasi nach stell einer dir halben jetzt, Stunde. Stell dir deinen Wecker um 22.09 Uhr. So. Und wenn dieser Wecker klingelt, ja. Dann, wie liegt dein Wohnzimmer direkt neben dem Schlafzimmer? Ja. Gut, dann gehst du ins Schlafzimmer rüber. Machst das Licht im Wohnzimmer aus, lässt den Fernseher laufen, legst dich in dein Bett, lässt die Tür offen, hörst du nämlich noch den Fernseher und dann kannst du an deinem Handy Felix Lobrecht-Videos gucken und dann im Bett einschlafen. Und das, wenn das funktioniert, dann klingelt ab jetzt jeden Tag um 22.07 Uhr dein Wecker und dann weißt du, jetzt ist es an der Zeit, ins Bettchen zu gehen. Und dann irgendwann wird es zu einer Routine. Ja, das klingt nach einem Plan. Ja? Hast du noch irgendwie Mitbewohner, Partner oder irgendwas, was du in deine Rechnung mit aufnehmen musst? Mitbewohnerin. Okay, wie hieß du nochmal? Sorry. Anna. Anna, du musst da auch künftig bitte mit drauf achten. Du kannst dann ruhig auch von Tag zu Tag ruppiger werden. Am ersten Tag sagst du, hey Mensch, geh doch vielleicht mal ins Bettchen. Und dann, wenn es am dritten Tag immer noch ist, dann sagst du, verpiss dich aus dem Wohnzimmer. Hau ab! Okay, komm, wir üben das einmal. Anna, sag mal, hau ab! Das war erbärmlich. Ja, da würde ich. Okay, aber ich glaube. Sie schläft ja vor mir ein, das wird, glaube ich. Ein Sie, du schläfst vor. Was seid ihr denn für eine WG? Oh ja, ich schlafe immer schon mal alte neun. Leute. Ja, alte Leute, ja. Okay. Hat noch jemand Input für Sophia? Ich finde meinen Vorschlag eigentlich ziemlich gut. Ja, hier vorne? Schon wieder ein Dupe mit Cappy, was ist denn los mit euch? Wie heißt du? Also, John. John, ein Applaus für John. Stopp! Okay. Ich habe nicht direkt einen Vorschlag, aber eine Ergänzung. Und zwar, wenn der Fernseher noch läuft, definitiv den Timer einstellen, Stromkosten und so. Stromkosten und so. Ja, das stimmt. Das ist einfach, das ist eine gute Idee. Das ist noch zusätzlich einfach so on top. Das kannst du auch machen, wenn du auf der Couch schläfst übrigens. Den Timer, ja. Den Timer, ja. Ja. Der ist ortunabhängig. Aber ich wache zwischendurch auf und dann mache ich den Fernseher wieder an. Wieso das denn? Ich brauche das Hintergrundgeräusch. Sophia, du bist krank. Das ist ja unangenehm. Was guckst du denn da für einen Sender?
Es ist vollkommen egal eigentlich. Hauptsache Hintergrundgeräusche. Ah ja, na gut. Ja, mach so, wie ich dir gesagt habe. Ja, ja, mach. Okay, dann bitte ein Applaus für Sophia. Und jetzt sitzt eine junge Dame vor mir, von der ich nur den Vornamen weiß und nicht, wo sie herkommt, weil sie das aus irgendeinem Grund nicht sagen möchte. Da bin ich aber mal gespannt. Sie heißt Simone. Ein Applaus für Simone, bitte. Stopp. Simone, hallo. Hi, Felix. Na, wie geht's? Na, gut. Wie geht's dir? Bombe, danke. Mein Leben ist amazing. Okay. It's funny, because it's true. Nee, warum dürfen wir nicht wissen, wo du herkommst? Hat das was mit deinem Problem zu tun? Tatsächlich ja. Echt? Ja. Willst du, wie alt bist du erstmal noch kurz? 25. 25, okay. Dann erzähl doch mal dein Problem und dann bin ich gespannt, warum wir nicht wissen dürfen, wo du herkommst. Weil ich hoffe, dass dir klar ist, dass das hier gerade live im Radio läuft und später ein Video auf YouTube kommt und es ehrlich gesagt sogar im WDR-Fernsehen ausgestrahlt wird. Und das ist kein Witz. Okay. Bei der Anmeldung konnte ich das, also den Wohnort noch nicht angeben, weil ich meine Schwester noch nicht eingeweiht habe in das Problem. Okay. Mittlerweile aber wohl. Das Problem hatten wir heute schon. Aha. Das erste, was hier auch schon saß. Ja. Dass jemand so aussieht. Das war ein Mensch, okay? Das war Michael aus Münster. Das ist Michael. Ja, Michael aus Münster saß hier schon und hatte ein ähnliches Problem. Und zwar sieht er halt aus wie du. Ja. Und ich habe eine Schwester, die sieht aus wie ich. Okay. Und das ist eigentlich ist nicht Zwillingsschwester? Ja. Das ist eigentlich nicht. Zwillinge? Nein, sind wir nicht. Ihr seid keine eineigen Zwillinge und seht euch trotzdem so ähnlich? Ja. Okay, wer ist cooler? Sei ehrlich. Schon du, oder? Oh. Kannst du ruhig sagen. Also meine Schwester spielt Quidditch. Ich bleib dabei, ja. Also ich bleib bei meiner Analyse, dass du safe die coolere bist. Okay. Was heißt, sie spielt Quidditch? Man kann nicht Quidditch spielen, kann sie fliegen auf dem Besen. Nee, aber das wird hier von der Hochschule irgendwie angeboten. Das spielt die dann tatsächlich auch mit so einem Besen. Auch zwischen den Beinen, da laufen sie rum, tragen Mundschutz und komische Stirnbänder und werfen durch Ringe. Du guckst ungläubig, ja, aber ich schwöre dir, es gibt's wirklich. Wie heißt der Verein? FC Ungefickt? Oder? der erste FC Jungfrau, ey. Das ist ach du Kacke, ey. Naja, jeder wie er Spaß dran hat. Okay. Also ist das Hobby deiner Schwester dein Problem? Nee. Nein, das ist es nicht. Okay. Das Problem ist eigentlich, dass wir uns so ähnlich sehen. Ihr seht euch so ähnlich? Das okay. ist so das übergeordnete Problem, aber das Problem, weswegen ich eigentlich hier bin, ist, vor einiger Zeit ist es passiert, dass ich auf einer Party war, mhm. wo meine Schwester aber gar nicht hingehen wollte, mhm. ihr Freund aber da war. Mhm. Oh, du hast immer was Schlimmes erwischt und hast es ja auch nicht gesehen. Nein, nein, nein. Und dann stand ich da mit meinen Freundinnen und hab getanzt. Ja. Dann kam ein Kerl und sagte so, hey, du bist ja doch da. Und dann habe ich einen dicken Schmatzer gekriegt. Dann guckt er mich nur entsetzt an, sagt, oh, ups, und geht weg und kauft sich einen Pilz. So. Also ihr Freund war das? Ja. Der hat dich geküsst, weil er dachte, du bist deine Schwester. Weil er dachte, ich wäre meine Schwester, ja genau. Okay. Hat er dich auch angefasst dabei? Nee. Nee? Jetzt nicht. Warst du auf dem Arsch? Nein, nein. Quidditch-Püppi, okay. War jetzt nicht weiter schlimm, war jetzt nur so ein halbnasser Schmatzer auf der Wange. Aber das Problem halbnass, ist... Ja. Aber das eigentliche Problem ist, ich war beim Training, nicht beim Quidditch. Mhm. Ich spiele Fußball. Mhm. Und meine Schwester ist seit 5 Jahren nicht mehr im Team, weil sie... ja, Quidditch spielt. Mhm. Prioritäten. Ja. Und dann war ich tatsächlich jetzt Dienstag beim Training. Ja. Und da wurde über den Platz gerufen, Claudia, Claudia, Claudia. Ich drehe mich um und sage, hey, die ist seit 5 Jahren nicht mehr im Team. Mhm. Wieso werde ich so genannt? Mhm. Und jetzt frage ich dich, Felix, was soll ich machen, dass ich nicht mehr mit dem Vornamen meiner Schwester angesprochen werde, dass die Leute uns nicht vertauschen, ohne dass ich mir die Haare blondiere oder abschneide oder sonst irgendwie komische Sachen mit meinem Aussehen machen muss. Ja, mein erster Vorschlag war, tätowier dir was ins Gesicht, aber ich glaube, wenn du nicht mal bereit bist, dir die Haare zu färben, dann ist das wohl auch wieder zu viel. Ja. Also erstmal will ich jetzt kurz wissen, wie die Geschichte mit dem Freund von deiner Schwester ausgegangen ist. Also der hat es dann auch sofort gecheckt. Ja, ja, klar. Aber hast du das Gefühl, das war wirklich aus Versehen oder wollt mal... Nee, das war aus Versehen. Mhm.
Und habt ihr es ihr dann direkt gesagt? Da kann man ja eigentlich nicht sauer drauf. Hatte nicht. Ich bin dann am nächsten Morgen hingegangen und sag, hey. Ja. Du, was war da gestern? Ja. Muss man ja auch sagen, ne, der hatte ja danach nicht das erste Pilz getrunken, hätte davor ja auch schon was. Ja. Er hat sich da, glaube ich, nicht so wirklich dran erinnert, außer, also erst in dem Moment, als ich es ihm dann gesagt habe. Dann war es, stimmt, da war ja was. Ja, okay. Und dann hat er sich einen Pilz geholt. Ja, und dann passierte erstmal nichts. Getrieben von meinem schlechten Gewissen, habe gedacht, wie gehst du denn das jetzt an? Ja. Habe mich dann natürlich hier gemeldet, habe gedacht, der Felix, der kann mir ja helfen. Ja. Dann hatte ich aber wirklich Angst, dass meine Schwester das im Radio hört und ganz schlimm enttäuscht ist. Das heißt, mittlerweile weiß sie es, wir lachen da alle drüber. Die sagt, ich hätte gedacht, die ist vielleicht auf ihn sauer oder sagt, wie konntest du nur? Oder dass sie da vielleicht ein bisschen zu viel reininterpretiert, weiß ich nicht. Aber sie hat tatsächlich einfach nur gelacht und wir finden es lustig. Naja. Aber das Problem besteht ja trotzdem weiterhin. Ja, okay. Also erstmal finde ich auch, dass deine Schwester da nicht sauer sein sollte, wenn es genau so passiert ist, wie du es gesagt hast, weil es ja offensichtlich ein Versehen. Ja. Das finde ich also ziemlich unschlimm. Zum Thema, wie man das irgendwie lösen kann, dass du immer verwechselt wirst. Ich glaube, was da wirklich helfen würde, wäre, wenn du einmal in der Öffentlichkeit sagen würdest, wo du wohnst, weil dann alle wissen, in Kaff XY wohnt die Simone und die hat eine Schwester, die heißt Claudia. Ja. Und Simone ist nicht Claudia. Ich komme übrigens genauso wie dein Double auch aus Münster. Du kommst auch aus Münster. Mhm. Also Leute, die Simone aus Münster, die ist ein Individuum und möchte nicht mehr Claudia genannt werden und sie möchte auch nicht geküsst werden. Von Leuten, die eigentlich Claudia küssen wollen. Ja. So, das würde ich sagen. Und ansonsten hat noch jemand Input hier. Was eigentlich mit euch hier hinten? Ihr habt ja richtige Scheißplätze, wa? Ihr seht ja gar nichts. Hier, ich setze mich noch weiter runter, dann seht ihr gar nichts mehr von mir. Ne, hat jemand Tipps? Möchte noch jemand irgendwas beitragen? Irgendein Mann mit Cappy vielleicht? Das haben wir lange nicht mehr gehört. Nee? Gut. Ja, also dann würde ich es einfach, also wir haben es jetzt gerade öffentlich gemacht. Hier, wink nochmal in die Kamera, bitte. Wink in, und sag... Da gibt's drei. Ja. Und jetzt sagst du, beim Winken sagst du, ich bin ein Individuum. Ich bin ein Individuum. Liebe mich. Nee, nee. Du willst geheilt werden. Stell meine Methoden nicht in Frage, okay? Nachher wird das hier noch verkauft. Ja, sowieso. Und dann werde ich gezeigt hier bei der, wie heißt du nochmal? Bei der, die vor mir dran war. Dann werde ich gezeigt nachts im Fernsehen, wenn ich in die Kamera sage, bitte lieb mich. Ja, das geht wie du dich in einem Fußballtor regelst. So. Das war genau das. Nee, wir schneiden einfach irgendein Video von Putin und danach schneiden wir dich dahinter, wie du sagst, liebe ich. Einmal zum Endlosloop. Ja, so läuft Fernsehen. Willkommen in der Welt. So, Simone. Ein Applaus für Simone, bitte. Du bist ein Individuum. Danke. Stopp. Und jetzt sitzt eine junge Frau vor mir, sie heißt Theresa und kommt aus motherfucking Herzebrock. Ja. Schöner Ortsname. Ein Applaus für Theresa erstmal. Stopp. Okay, Theresa. Erstmal möchte ich wissen, wo zum Geier Herzebrock ist. Ja, das ist eine gute Frage. Herzebrock ist im Kreis Gütersloh bei Bielefeld. Also das ist wahrscheinlich das, was du am ehesten kennst. Nee, Gütersloh kenne ich auch. Echt? In Gütersloh gibt es irgendwie, glaube ich, sowas wie so ein Theater, das heißt Alte Weberei oder sowas, ja, kann das sein? Ja, die Weberei. Da hatte ich mal einen Auftritt, da waren 14 Leute zu Gast. Oh. Und einer davon war mein Bruder. Naja, aber ich liebe es trotzdem. Theresa, wie alt bist du? 26. 26. Ja. Und was hast du für Probleme? Warum wohnst du in Herzebrock? Du bist alt genug, um Richtiges hinzuziehen. Also, wenn ich jetzt sage, dass ich eigentlich aus Reda-Wiedenbrück komme und nach Herzebrock gezogen bin, das, also, das ist quasi ein Upgrade. Reda-Wiedenbrück, das ist doch die Schweineschlachtstadt, oder? Oder? Ja, das ist richtig. Da? Ja. Quarantäne cool. War schön. Ja. Cool, schön da. Riecht so schön nach Schweineblut. Ganz so schlimm ist es nicht. Nee, auch nach Rinderblut. Okay, ja, also du bist freiwillig nach Herzebrock gezogen. Ja. Magst du das Landleben? Ja, wir wohnen direkt am Wald. Das hat seine Vor- und Nachteile. Was ist der Nachteil? Dass ich jede Menge Tiere in der Wohnung habe, die ich nicht eingeladen habe. Zum Beispiel? Die Klassiker Spinnen, Schneider, Mücken, aber auch Maikäfer, Wespen, jetzt seit neuestem Marder. Also Marder? Marder, ja. Ist schön. Du hast einen Marder in der Wohnung? Mehrere, würde ich behaupten. Mehrere? Also nicht in der Wohnung, sondern über der Wohnung auf dem Dach. Du hast einen Marder auf dem Dach? Ja. Wie ist das so? Laut, sehr laut. Echt? Ja, richtig laut.
Nachts. Darf man die erschießen? Nein. Ja, ich weiß es nicht. Ich frage ja nur. Sie kommt aus Reda-Wiedenbrück. Sie hat ja einen Bezug zu toten Tieren. Okay. Also man darf sie nicht erschießen. Nicht mal lebend fangen. Nicht mal lebend fangen. Ja, dann muss man sie ja tot fangen. Ja. Also März bis Oktober darf man also, sie nicht. Also Deutschland sagt einfach, ja, okay, du hast jetzt einen Marder auf dem Dach. Genau. So deal with it. Ja. Das ist jetzt deine neue Situation. Ja. 7 Monate im Jahr darf man da nichts machen. Und die anderen 5? Tja, das finden wir jetzt ab dem 16.10. heraus, okay. Was der Jäger unseres Vertrauens da empfiehlt. Du hast einen Jäger deines Vertrauens? Nee, ich nicht, aber... Das ist so richtiger Dorfshit. Ja, das ist mein Go-To-Förster. Ah, ich gehe bei Forstsachen gehe ich immer zu Markus. Okay, aber die Marder sind nicht dein Problem. Ja, doch auch. Also es ist auch halt eine bunte Mischung. Ne? Also heute Morgen waren es dann die 7 Mücken und dann sind es auch mal die Schneider, die man 2-mal töten muss, weil sie dann wieder hochfliegen. Du kannst ja nicht Schneider töten. Ja doch, weißt du, der war riesig. Die haben eine Ausbildung gemacht. Wegen dem Beruf. Das war witzig. Nee, also jetzt mal ernsthaft, bist du hier wegen den Mardern? Ja, das ist tatsächlich das Hauptproblem. Ja, die Tiere und der Marder ist wirklich das Nervigste oder die Marder, weil die wirklich so laut sind, dass man mitten in der Nacht aufwacht davon. Kannst du mal nachmachen, was die für Geräusche machen? Absolut nicht. Aber stellt euch eine besessene Katze vor. So eine Dämonenkatze, so klingt das. Die fauchen, die prügeln sich. Dafür bräuchten wir jetzt die Quidditch-Schwester. Ich glaube, die Katze sofort aus dem FF. Ja, die macht so. Die wäre sich auch nicht zu peinlich, das einfach zu machen. Okay. Also tappeln die so oder machen die so, schreien die auch? Also tappeln wäre nett. Die, also das hört sich wirklich an, als würden sich große Tiere übereinander rollen. Also es ist wirklich richtig laut. Deswegen, wir haben das Tier auch noch nicht gesehen, aber wir vermuten, dass es ein Marder ist, weil was soll sonst durch die kleinen Öffnungen ins Dach kommen? Vielleicht ein Wolf. Wirklich, so klingt es. Es ist wirklich ultraschlaut. Also aber habt ihr einen Dachboden, den man begehen kann? Nein. Nein. Mm-mm. Kleine Öffnungen, die man halt zumachen kann, wo sie dann aber doch wieder durchkommen. Mhm. Also wir hatten mal in meiner, als ich in Marburg gewohnt habe, da habe ich in so einer vercrackten Achter-WG gewohnt und da hatten wir Mäuse und ganz viele Mäuse und die waren auch in meinem Schlafzimmer und ich hatte kein Bett, sondern nur eine Matratze auf dem Boden. Das heißt, ich habe wirklich auf Augenhöhe mit den Mäusen geschlafen und das fand ich so 1-2 Tage lang irgendwie so, ah, cool, ich bin ein Student, ich schlafe hier mit Mäusen und dann dachte ich mir, das ist gefährlich, ja, das ist wirklich gefährlich. Diese Tiere können Krankheiten übertragen. Und dann haben wir es erst so wir haben es auf lieb probiert mit den Mäusen. Wir haben so, es gibt so Fallen, da kannst du sowas reinmachen, so ein Stück Käse oder irgendwas und dann krabbeln die da rein. Und dann geht die Falle so zu und dann kannst du die so aussetzen. Aber diese Bastardmäuse, die sind da einfach wiedergekommen. Und wir haben das Problem leider nur in den Griff bekommen, indem wir die getötet haben. 5.000 Euro Strafe. 5.000 für einen Marder. 5.000? Zahle ich dir. Hä? Zahle ich dir. Das wäre ein Deal. Wie viele sind das? Mindestens 2, hast du gesagt? Mindestens. Ja, der kommt jetzt. Das ist wohl gerade noch drin, ey. 5.000? Stehen die unter Schutz oder was? Ja, ja. Von März bis Oktober darf man die nicht lebend fangen, nicht jagen. Man darf sie verscheuchen. Verscheuchen? Ja, aber... Dann sag doch einfach, dass du die mit den Händen verscheucht hast. Kannst sie so Alter, in den Wald werfen. Herzebrock ist zu klein. Das spricht sich nachher rum. Okay. Ja, also ich habe mich auch schlecht gefühlt mit diesen Mäusefallen. Ich habe auch dagegen votiert, habe mich dann aber auch nicht aktiv gewehrt, als sie dann aufgestellt wurden. Also ich war so ein richtiger Internetaktivist eigentlich. Also ich meine so, ja, scheiße, aber ich ändere nichts. So mäßig. Okay. Ja, also gegen die Mücken und so, da musst du einfach, also erstmal, da würde ich vielleicht erstmal mit so, mit diesen Gitter. Alles gerissen einfach. Ja, dann kaufst du halt mal ein paar neue. Ja, ich sollte mir bessere kaufen vor allem. Bessere kaufen, ja, ich weiß. Ja. Dann kannst du dir noch diese komischen Dinger, die so von der Decke hängen, diese geringelten Klebeschlangen. Ja, okay, sieht sehr schön aus auch. Ja, ist richtig geil, wenn dann also 80 Fliegen drin hängen. Ja. So 80. So direkt über dem Tisch. Das sind doch immer diese ekligen Grünen, die so auf Kacke landen immer. Aber wozu gibt es denn Kammerjäger? Gibt es noch Kammerjäger?
das war jetzt auch so unsere Frage, ob wir jetzt nächstes Mal einen Kammerjäger rufen, aber der darf sie ja aktuell auch nicht fangen. Also naja, das ist am 16.10. haben wir Pech. Das ist auch ein Profi. Ja, wir haben schon so Geräte von diesem Jäger bekommen, die so Klickgeräusche, also so Geräusche machen, die ja verscheuchen sollen, weil verjagen darf man sie ja. Aber ja, das ist denen einfach egal, den Mardern. Also das ist denen völlig wurscht. Ich glaube, ihr musst mehr davon aufstellen. Ja. Musst sie so richtig therapieren einfach. Bis wir es dann selber hören. Ja, vielleicht müsst ihr die Marder nerven. Ja. Wir versuchen es. Vielleicht mal so, was sind so eure Ansatzpunkte? Rollläden ganz viel hoch und runter machen. Mhm. Zeigen, dass wir da sind. Mhm. Zeigen, dass wir genau da sind. Genau. Präsenz zeigen. Okay. Musik, lautes Fernsehen. Hast du Nachbarn? Ja. Weil dann sind die über euch auch von den Mardern genervt. Nee, also im selben Haus tatsächlich nicht. Okay. Ja, ja, weiß nicht. Hat hier jemand Erfahrung mit Mardern? Hat jemand Input, was man da machen kann? Wir hatten auch schon mal, irgendjemand mit Ungeziefern? Was war denn das nochmal? Silberfische. Hab ich dem nicht auch einen Kammerjäger bezahlt? Boah, ich auch nie einen Danke bekommen, ey. Das ist für ein Arschloch, ey. Nie wieder, ich will den nie wiedersehen. Was hatte der nochmal für Tiere? Silberfische, weißt du, oder nicht? Silberfische? War das nicht das, der so lange irgendwelche Viecher? Ach stimmt, die haben ihn sogar verfolgt. Ja. Der hatte so in jeder Wohnung Silberfische, wo ich mir dachte, Bro, das liegt an dir. Also das ist, die Silberfische sind nicht das Problem. Du bist einfach ein unhygienischer Ekliger. So ist es bei uns nicht. Okay, wir können das Problem ja jetzt nicht lösen, weil die Marder ja unter ach so Naturschutz stehen. Ja. Aber was wir machen können ist, wir können denen lustige Namen geben. Oh ja. Wie viele sind es? Zwei? Wir vermuten jetzt einfach mal zwei, oder? Wir vermuten einfach mal zwei. Hat jemand einen guten Namen für einen Marder? Einfach gerne mal melden. Ja, hier vorne ist eine Meldung. Wie heißt du? Ich heiße Justin. Justin, ein Applaus für Justin bitte. Reicht. Justin, dein Input? Hermann. Hermann. Okay, wie findet ihr Hermann? Einfach mal applaudieren, wenn ihr es gut findet. Ja, okay. Ist mal im Topf, Gegenvorschlag. Ich würde ja Stefanie vorschlagen. Nicht irgendwas Süßeres vielleicht? Dass man Stephanie? Sie nicht töten will? Stefanie, ah, okay. Oh. Okay, dann heißen die jetzt Hermann und Stefanie. Okay. Dann kannst du wenigstens das Problem... Weil dann musst du nämlich nicht sagen, ich habe die Marder gefangen, sondern ich habe Hermann und Stefanie gefangen. Und dann ist Deutschland gefickt. Wollen wir das so machen? Das klingt super, das ist bestimmt legaler. Ja, das ist definitiv legaler. Ja, cool, also bis 16.10. entweder ja, klappt so oder ansonsten schickst du uns danach mal ein Update, was du dann so machen darfst. Ja, mach ich. Dann bitte einen Applaus für Theresa und ihr Marder-Problem. Jetzt habe ich eine junge Frau vor mir, sie heißt Jana Sophie und kommt aus Düsseldorf. Ein Applaus für Jana Sophie bitte. Ja. Möchtest du Jana genannt werden oder Jana Sophie oder Sophie? Also ich heiße Sophie. Ich heiße Sophia mit zweiten Namen. Jana Sophia am liebsten. Ja, das steht hier aber nicht. Und dann stimmt es nicht, was du sagst. Mein Zettel hat die immer recht. Die müssen es besser wissen, ja. Ja, wollte gerade sagen. Aber möchtest du mit beiden Namen angesprochen werden? Ja. Okay, das finde ich nervig. Aber dann, naja, weil es so lang ist. Wie lang ist das denn? Ja, ich bin Jana Sophia, Stefanie, Annika und Wolltest du meinen Namen so oft sagen heute? Ja, viermal. Viermal. Okay. Das habe ich mir fest vorgenommen. Ich werde mitzählen. Okay, du musst ein bisschen mehr ins Mikrofon sprechen. Ja, nicht ich merke so schon. Naja, so dunkel dazwischen. So? Ja, okay. Du kommst aus Düsseldorf. Düsseldorf kenne ich. Da brauche ich keine weitere Erklärung für. Ja. Wie alt bist du? 29. Naja, auch. Mein Statement dazu hast du ja schon gehört. Habe ich mitbekommen, ja. Was kann ich denn für dich tun, Jana Sophie? Jana Sophia, Entschuldigung. Was hast du denn? Ja. Ich habe das Problem, dass mein Nachbar sich jetzt schon seit über 2 Jahren die beiden Parkplätze vor unserem Haus reserviert. Mhm. Ja, also er hat 2 Autos, mhm, ein Porsche Cayenne, mhm, und ein Elektro Smart. Und ja, sagt Einige eigentlich schon Augen. Alles. Er hat nur einen Porsche, oh Gott. Armer Idiot. So, okay. Ja, genau. Und die Parklücke vor unserem Haus, die umfasst halt 2 Autos. Mhm. Und es ist und halt er hat jetzt ja quasi anderthalb. Wegen dem Smart. Ja. Ja. Das Problem ist, dass er halt systematisch sich diesen Parkplatz reserviert. Systematisch? Systematisch. Es ist so, dass jedes Mal, wenn er unterwegs ist, gerne auch mal im Urlaub für 3-4 Wochen, mhm, fährt er eigentlich immer mit dem Porsche Cayenne. Mhm. Also der Smart bleibt dann immer da. Ja. Und er fährt dann aber, bevor er losfährt, mit dem Smart in die Mitte von beiden Parkplätzen. Damit, wenn er zurückkommt, er den Smart wieder zurücksetzen kann und sich dann mit seinem Porsche Cayenne schöner vorsetzen kann. Was ist er denn für ein Hundesohn? Das ist ja unglaublich. Hä? Der ist ja doof. Okay. Ja.
und bist du so eine kleine konfliktaverse Maus oder hast du das schon mal angesprochen? Ja, also ich habe es mir überlegt. Mhm. Das Ding ist nur, ich habe mir auch andere Sachen schon überlegt, wie man das Problem vielleicht eindämmen könnte. War eine der Optionen ein Säureanschlag? Nein. Ey, frage nur. Nein, soweit würde ich nicht wenn gehen. Wenn du Säure brauchst, hitten. Hast du was? Okay. Nee, und dann habe ich mir halt gedacht, wenn ich ihn ja vorher anspreche, dann weiß er, wer dahinter steckt, wenn ich das Auto dann doch irgendwie versuche wegzuschieben mit ein paar Leuten oder was auch immer. Also dann fällt es halt auf mich zurück, deswegen habe ich mich bisher bedeckt. Ja, das Problem ist, er wohnt ja auch in dem Haus. Er guckt ja sozusagen von dem Haus direkt auf die beiden Parkplätze und er ist immer im Homeoffice, falls er überhaupt arbeitet. Vielleicht ist er auch Berufserbe, man weiß es nicht. Okay. Aber. Ja, also ich glaube, dass die Situation so offensichtlich falsch ist, wie er sich verhält, dass du da wirklich die Argumente auf deiner Seite hast. Hast du denn überhaupt ein Auto oder geht es dir ums Prinzip? Ich habe ein Auto. Ich habe mir natürlich extra ein kleines Auto geholt, weil wenn man halt mitten in der Stadt wohnt und keinen Parkplatz hat, dann ist das natürlich ein Problem. Aber hat er, also das sind auch einfach öffentliche Parkplätze? Das sind öffentliche Parkplätze eigentlich. Okay. Ja, ich glaube, ich würde da einfach mal klingeln mit ein paar Blumen in der einen, mit einem Messer in der anderen Hand und dann einfach mal gucken, wie sich das Gespräch entwickelt und sagen, wie heißt der? Weiß ich gar nicht. Ja, wir nennen ihn Arschkacker. Herr Arschkacker. Dann sagst du, Herr Arschkacker, ich finde es ziemlich peinlich, wie Sie sich hier verhalten, weil Sie sind nicht der Einzige hier mit einem Auto. Und glauben Sie nicht, dass es irgendwie besser wäre, wenn wir zwei Parkplätze auf zwei Menschen aufteilen und nicht einer von beiden beide Parkplätze besetzt? Zumal Sie mit diesem sinnlosen Smart ja eh nie rumfahren. Der steht ja nur rum. Der ist nur zur Reservierung, ja. Ja, vielleicht verkaufen Sie den mal, Sie Arschloch. Ich glaube, du musst da in die Konfrontation gehen. Und man kann, ja, oder? Also ich glaube, juristisch kannst du da nichts machen, weil es halt öffentliche Parkplätze sind. Geht's aber so? du kannst abschleppen lassen oder du kannst auf jeden Fall, das ist wie so eine richtige Deutsche, einfach so Fotos machen, wenn er mal wieder im Urlaub ist und mit seinem Smart zwei Parkplätze besetzt. Das habe ich auch schon gemacht, ehrlicherweise. Ja. Also es gab mal einen Abend, da habe ich wirklich wieder lang gesucht und er stand da schon seit Wochen wieder in der Mitte. Und da habe ich dann so den Wutbürger in mir ausgepackt und habe mal geguckt im Internet, ist das rechtens und kann das Ordnungsamt was tun? Ja. Und ich habe gesehen, die StVO sagt, man soll platzsparend parken. Ist das platzsparend? Nein. Das ist nicht platzsparend. Du musst ein bisschen ins Mikro sprechen. Bitte. Entschuldigung. Nein, das ist nicht platzsparend. Ja. Und dann habe ich dem Ordnungsamt geschrieben. Und die Antwort war, das sei zwar moralisch verwerflich, aber... Moralisch verwerflich? Ja, das war der Wortlaut, aber wir können leider nichts für Sie tun. Aha. Ja, das ist ja... gut, das Ordnungsamt ist natürlich auch ein ziemlicher Pfeifenverein. Ich würde vielleicht... was können die machen, außer die Bullen rufen? Die können würde ich ja direkt zu den Bullen scheißern und denen das einfach mal sagen. Sagen, hier, ich zahle Steuern und ich finde das nicht gut. Und dann zeigst du denen das Foto... Und dann werden die da schon irgendwas machen, denke ich mal. Und zusätzlich noch zu Herrn Arschkacker. Ja, zusätzlich würde ich trotzdem... Genau, ich würde einfach so auf zwei Ebenen. Einmal persönlich, aber währenddessen schon im Hintergrund. Ja, dass er sich so richtig schön hintergangen fühlt dann später. Dass er einfach merkt, dass er schachmatt ist. Und ich will dann auch, dass du sagst, sie sind schachmatt. in so einem peinlichen Film. Das mache ich dann, schachmatt. Wenn er abgeschleppt wird. Ja. Wollen wir das so machen? Das machen wir so, dankeschön. Okay, ich habe noch Input zum Mardergate gerade bekommen. Heißer Tipp hier aus der Redaktion. Und zwar hatte der Vater von einem der 1Live-Mitarbeitenden, irgendwas aus der Sippe, hatte ein ähnliches Problem. Und diese Person hat sich dann ein Radio auf den Dachboden gestellt und ist immer, wenn sie das Gebäude verlassen hat, das Radio auf volle Lautstärke gedreht und irgendwann sind die fucking Marder dann abgehauen. Also gern mal... ein Radio kaufen und eins live anmachen. Dann gehen die Marder von allein. So, das war Jana Sophia. Ein Applaus bitte. Ich wünsche dir alles Gute mit deinem ekligen Nachbarn. Und jetzt habe ich einen jungen Mann vor mir sitzen, der heißt Leon und kommt aus Borgholzhausen. Ein Applaus für Leon bitte. Stop. So,
Erstmal, wo ist Borkholzhausen? Ja, Borkholzhausen ist auch im Kreis Gütersloh, gar nicht so weit weg von Herzebrock. Mhm. Ja, auch ein kleines Kaff mit, glaube ich, 8000 Einwohnern. Also. Dafür sitzt du aber ganz schön cool da. Ja, danke schön. Borkholzhausen zu cool. Okay, wie alt bist du? Ich bin 24. Du bist 24. Was machst du? Was machst du in Borkholzhausen? Ja, also ich bin Metallbauer und arbeite in einer Stadt weiter Versmold. Das ist ein kleines Kaff mit 20.000 Einwohnern. Was machen Metallbauer? Also sowas wie Industriemechaniker oder was ist da die? Ja, das ist, glaube ich, soweit ich weiß, sogar genau der gleiche Beruf, nur im Handwerk und nicht in der Industrie. Also ich bin eigentlich meistens hauptsächlich am Schweißen. Ah ja, Schweißen ist schwer. Nicht, weil man es kann. Das ist bei den meisten Sachen so. Also Leon ist super sympathisch und, und er kann schweißen. Na gut, was hast du denn? Wie kann ich dir denn helfen? Ja, also ich habe das Gefühl, dass sich meine Mutter ein bisschen zu jugendlich fühlt. Okay, wie äußert sich das? Ja, also es ist schon des Öfteren mal vorgekommen, dass mich Kollegen angerufen haben, gefragt, ob ich jetzt irgendwie ein Bierchen trinken möchte. Ich dann gefragt habe, wo sie sind. Okay. Ja, wir sind bei deiner Mutter. Wir sind bei deiner Mutter. Bei ihr zu Hause oder was? Ja, richtig. Bei ihr und ihrem Freund. Bei ihr? Na, da bin ich erstmal beruhigt, dass es dann auch ein Boyfriend im Spiel ist. Okay. Und also erstmal, warum machen deine Freunde das? Also warum fragen die nicht erstmal dich und dann deine Mutter, wenn die Mutter schon involviert sein soll? Oder kümmert deine Mutter sich da initiativ drum? Nee, also nach der Arbeit wird dann einmal gerne vorbeigefahren, bei gutem Wetter ein Bierchen getrunken und ja, entweder werde ich angerufen und gefragt, ob ich auch vorbeikommen will, oder ich erfahre auch gerne 2 Tage später davon, wenn ich meine Mutter besuche. Okay. Gut, ich sammle erstmal ein paar Infos. Wie heißt deine Mutter? Meine Mutter heißt Daniela. Daniela. Wie alt ist Daniela? 53. 53. Okay. Also schon ein bisschen über Milf. Na, oder? Milf geht so bis 47. Okay. Und wo äußert sich das noch? Also sie trifft sich mit deinen Freunden. Ja, und ich habe sie auch schon öfter mal auf Festivals gesehen, wovon ich jetzt nicht wusste, dass sie da ist. Festivals? Richtig. Auf dem hier Parukaville, oder was? Nee, aber auf einem kleineren Techno-Festival bei uns in der Nähe. Echt? War sie auch richtig auf MDMA und so? Nee, das jetzt nicht, aber ja, ist halt auch dann, ich bin durch den Eingang gegangen, sie stand auf einmal da, hab deinem Kollegen erzählt, dass meine Mutter da ist und dann sagte er so, oh, das ist deine Mutter oder was? Ja, den habe ich die Karten bestellt. Okay. Und wenn ihr euch dann in diesen Partykontexten seht, grüßt ihr euch dann oder ghostet sie dich? Ich habe es erst versucht, sie zu ghosten, als sie mich dann aber gesehen hat, hat es nicht mehr so gut geklappt. Und dann ja. Haben wir uns auch begrüßt, habe gefragt, was sie hier macht und dann hat sie mich gefragt, was ich hier mache. Und dann haben wir uns verabschiedet und jeder ja, so ungefähr. Hat seinen Abend gemacht. Ja. Okay, ja, das ist komisch. Wie kleidet sich Daniela? Ja, eigentlich altersentsprechend, würde ich mal so sagen. Mhm. Und ja, dementsprechend auch dem Wetter angepasst. Also auch mal. Ja. Weiß ich nicht, wie ich dazu sagen soll. Also relativ normal eigentlich für ihr Alter. Okay. Also vielleicht so Mitte 30, würde ich sagen. So eine Klamotten, wenn man das so. Okay, also so wie ich. Ja. Ja. Nur weiblich. Ja. Okay. Ja. Also findest du es denn wirklich schlimm oder findest du es einfach nur ein bisschen befremdlich? Ich finde es halt komisch, ne? Wenn ich jetzt irgendwie auf einem Festival bin und ich bin schon 2 Stunden da, bin ordentlich angetrunken und auf einmal sehe ich meine Mutter da rumtanzen, auch mit Leuten in meinem Alter und ja. Dann irgendwie, das ist schon ein bisschen komisch. Ist der Freund dann immer dabei oder ist sie dann ja, offen? Zum größten Teil. Also beziehungsweise, ja, eigentlich immer. Meistens ist... Ist der aber in ihrem Alter? Der ist 2 Jahre jünger. Mhm. Ja, das ist schon alles ein bisschen komisch. Also, meine Rede. Man muss es schon ganz klar so sagen. Also an sich ist es natürlich cool, wenn die einfach so jung geblieben ist und irgendwie so Spaß hat. Ich habe auch das Gefühl, dass du insofern davon profitierst, als dass du halt so ein bisschen mehr Narrenfreiheit hast. Weil sie kann dir ja nichts vorwerfen, was sie auch selber macht. Das stimmt. Und ich kann öfter auch mal da Party machen, also so ist nicht. Und du kannst öfter auch mal da Party machen, dann hast du die Sauerei nicht zu Hause. Ich find's eher komisch von deinen Kumpels. Also ich verstehe irgendwie nicht, warum man sich mit deiner Mutter lieber trifft. Also die könnten ja auch bei schönem Wetter bei dir mal vorbeigehen.
Ja, das ist auch so meine Intention, ne? Ich frage mich dann auch, warum jetzt unbedingt da angerufen werden muss und oder beziehungsweise da einfach hingefahren wird. Aber eigentlich, solange das jetzt nicht zu oft vorkommt und ich da nicht auf der Strecke bleibe, bin ich da eigentlich ganz cool mit. Oder halt direkt angerufen werde, wenn sie da sind und nicht erst zwei Tage später davon erfahre. Jo, wir waren da. Ja, das ist wirklich komisch. Wie heißen deine Freunde, die mit deiner Mutter Spaß haben? Bestes Beispiel ist Rico. Rico. Rico, hörst du das? Ich möchte, dass du das nicht mehr machst, ohne vorher dem Leon Bescheid zu sagen. Du kannst doch nicht einfach zu seiner Mutter gehen. Bist du hart? Was machst du denn? Ruf Leon an. Wenn Leon keine Zeit hat, dann kannst du zu seiner Mutter, wenn es unbedingt sein muss. Aber so rum ist doch komisch. Hat noch jemand Input? Wie findet ihr die Situation so? Das ist schon ein bisschen merkwürdig, wa? Da ist eine Meldung. Wie heißt du? Ich bin Jonathan, hallo. Ein Applaus für Jonathan, bitte. Reicht. Okay. Ich frage mich, wie lange das schon angeht, weil vielleicht ist es ja auch einfach nur eine Phase und man kann es aussetzen. Ja, so 3-4 Jährchen geht das schon. 3-4 Jährchen, wann bist du ausgezogen? Ja, so vor 3-4 Jährchen. Also. Nee, mit 18 bin ich ausgezogen. Mit 18 bist du ausgezogen, okay. Ja, das ist schon. Hast du noch mehr dazu zu sagen? Oder war das einfach nur die. Oder war jetzt einfach nur die Frage, ob es eine Phase ist? Das Mikro wurde gerade wieder weggenommen. Ja. Ja, gut, 3-4 Jahre. So viel länger kann das ja gar nicht andauern dann, oder? Oh, ich glaube, das geht noch ein bisschen. Okay, dann bist du auf dich allein gestellt. Wenn man so eine Freunde hat, oder? Doch, das ist Rico 2.0 hier, Alter. Bro, schick mal Nummer von deiner Mama. Okay, noch jemand einen Tipp? Wir haben noch keine Wortmeldung von einer Frau. Doch, da die erste. Wie heißt du? Simone, aber wir kennen uns schon. Ach so, du bist Simone. Ja, okay. Trotzdem kurz Applaus für Simone. Reicht. Okay, Simone, gib mal Input. Vielleicht braucht die Gute was zu tun, so vielleicht ein Enkelkind oder... Hast du eine Freundin? Ich habe eine Freundin, ja. Hat die Lust, mit dir Sex zu machen? Mal mehr, mal weniger. Kenn ich. Okay, naja, dann... ein Enkelkind, aber das ist ja die nächste Person, die mit ihm assoziiert ist, die nur bei seiner Mutter rumhängt. Also das ist ja... Der Mann braucht ein eigenes Leben. Nee, hör auf, Kinder zu machen. Du musst irgendwie... Vielleicht kannst du mit deiner Mutter wie so einen Putzplan machen, so einen Freundeplan. So Montag, Mittwoch, Freitag ist Rico bei dir. Am Wochenende dann bei mir. Und die anderen 4 Tage bei ihr. Ja. Halt uns mal auf dem Laufenden. Das kriegen wir wohl hin. Dort kriegen wir wohl hin. Ich hab den Namen. Warte, sag's nicht. Sabine? Heißt die Mutter? Meine Mutter? Nee, ja. Daniela. Daniela, aber Sabine, Daniela ist so ein bisschen... Ist so ein bisschen ähnlich. Doch, so wie Christian und Basti. Also, es ist irgendwie so dieselbe Liga. Sehr ähnlich. Ja, okay. Aber dann grüß deine Mutter von mir. Willst du die Nummer haben? Kannst mal auf ein Bierchen vorbeikommen. Ja. Ungern. So. Leute, ein Applaus für Leon, bitte. Wir haben noch einen Patienten. Er heißt Tobi, kommt aus Ochtrup. Ich möchte, dass ihr bitte von Herzen, from the bottom of your heart, für Tobi applaudiert. Und zwar jetzt. Stop! Okay. Tobi. Hi. Hi. Ja. Cooler Opener, Tobi. Ja, willst du Lebenslauf hören? Nein, Quatsch. Ja. Du kommst aus Ochtrup. Ja. Das kenne ich nicht, aber es klingt so, als wäre es irgendwo in Ostwestfalen. Nö. Nee. Gegenteil, so Nordwest. Das ist so zwischen Münster und Enschede. Ja, das ist so Ostwestfalen. Nö, das ist... Nie ohne Sache. Im Westen ist das, Nordwesten ist das. Nicht auf meinem Kompass. Also so nördlich von Münster. Ja, na gut. Nee, egal, die rumlaufen. Wenn du meinst, ich sehe das ein bisschen anders. Okay. Also, ich komme aus Ochtrup, wie alt bist du? Danach blamier ich mich total hier. Nee, ich bin 32. Ja. Und was machst du beruflich? Bürotätigkeiten und Nachhilfelehrer. Bürotätigkeiten und Nachhilfelehrer? Ja. In der Priorisierung? Ja. Okay, also Nachhilfelehrer? Genau. Einfach so für Schüler? Ja, genau, für Schüler, für diese ganzen... Okay. Genau. Warum bist du nicht richtiger Lehrer geworden? Ja, weil ich dann Amok laufen würde, glaube ich, mit 30 Leuten. Nein, Quatsch. Nee, weiß ich nicht, aber reicht schon mit 5, 6 Leuten. Laufen nicht immer die Schüler Amok? Nach der Show heute, glaube ich, schon. Einer hat mir übrigens gerade schon geschrieben, der hat mich gerade schon gehört, ein ehemaliger Schüler. Ah ja. Na egal. Okay, wir sollten von dem Amok-Thema wegkommen. Genau. Zu dem Problem, würde ich sagen. Nee, wir müssen erst über dein T-Shirt sprechen. Da steht Bibi und Tina und Amadeus und Sabrina. Hast du das früher nie gehört beim Einschlafen oder so?
Nein, ich hatte Freunde. Also, also mir jetzt vor der Führerscheinprüfung damals geholfen. Vor der Führerscheinprüfung? Ist komisch. Okay, was hast du denn? Ja, also eine Freundin und ich, wir würden gerne einen Podcast machen. Mhm. Und wir haben einfach keine Ahnung, wie, was man dafür braucht, wie man sowas aufzieht und solche Sachen. Und dann habe ich gedacht, weil du ja halt auch mit Tommy den Hack-Podcast hast, dass du vielleicht mal einen Tipp geben könntest oder so zwei oder drei. Halt für Nüsse, ne? Okay, also erstmal, warum wollt ihr das machen? Ja, weil, naja, also wir kennen uns jetzt seit anderthalb Jahren ungefähr und dann telefonieren wir auch ab und zu mal und dann ist das halt immer ziemlich witzig. Ich meine, das sagen Leute immer von sich, dass sie witzig sind und nachher sind das die letzten Trommelstöcke so. Nein, aber, und, aber das sagen auch andere so, ja, das ist halt, das hat Humorpotenzial, also so ein Blabla-Podcast halt, also nichts groß Inhaltliches. Und dann haben wir gedacht, so, ja, könnte man ja vielleicht was machen, um das mit der Welt zu teilen und solche Sachen. Mhm. Und genau. Aber wir haben, wie gesagt, wir wissen halt nicht. Also hören euch erstmal Freunde beim Telefonieren zu, dass sie es beurteilen können? Nein, also wir haben uns auch schon ein paar Mal persönlich gesehen. Okay. War dann auch irgendwann mal im Hellen, ne? Nein, Quatsch. Auf jeden Fall. Nein, also und. Du brauchst auf jeden Fall schon mal für deinen Podcast die Rubrik Tobi erklärt seine Witze. Weil den habe ich nicht verstanden. Okay. Aber gut, okay. Ja, okay, erzähl ich dir. Ey. Und nö, und ja, weil wir halt nicht im selben Ort wohnen, sie wohnt halt ein bisschen näher an Münster dran und ja, immer, wie gesagt, auf einem kaputten Dienstagabend mal im Quatschen und das ist halt immer ziemlich witzig, oder wenn wir auch mal so zusammen gefeiert haben, ein paar Leute, da meinen die auch mal so, ja, das ist eigentlich wohl ganz witzig, was ihr macht. Ja, und wie gesagt, dann haben wir gedacht, vielleicht könnte man daraus ja irgendwas machen. Okay, also erstmal hast du eine schöne Stimme, Tobi. Du Danke. Hast eine schöne Podcast-Stimme. Bitte einmal Applaus für Tobis Stimme. Reicht. Da kann er nichts für. Und habt ihr schon mal irgendwas in die Richtung gemacht oder ist es einfach bisher nur eine Idee? Es ist bis jetzt eine Idee. Also das fing, oh, weiß ich gar nicht, das fing so vor. Ja, Tobi, du musst nur auf meine Fragen antworten. Ja, nö, also es ist nur eine Idee. Wir haben noch nichts gemacht. Nee, bis jetzt haben wir noch nichts gemacht, sorry. Gut. Habt ihr einen Namen schon rumliegen, einen potenziellen? Ja, wir, also wir haben gestern Abend noch gefaced. Also nein, haben wir nicht. Ja, okay. Und, okay. Also wir hatten jetzt einen Namen, aber den kann man halt nicht nehmen. So, das wäre irgendwie. Warum war nicht? Das? Den will ich hören. Bitte. Ja, der heißt Müllhoch 2, aber nicht bei Spotify. So, das ist gestern das, was bei denen. Also die ist gerade im Urlaub und dann haben die irgendwie so, die sind auf Madeira und dann haben die halt so ihren eigenen Biergarten alle 10 Meter gemacht und haben sie auch vorlaufen lassen. Wollte gerade fragen, ob die ihren eigenen Biergarten haben oder. Ja, aber das hat man, die war nach, ja, und dann war sie halt betrunken und dann kam halt das nachher raus. Also es war wirklich so ohne Content. Das war einfach nur Blabla. Und am Ende hat man eine Stunde voll. Ja. Also so wie bei Tom. Also ihr habt es auch schon aufgenommen, oder was? Nee, wir haben nicht aufgenommen, wir haben telefoniert. Ihr habt telefoniert. Auch, genau, und einfach nur bla bla und ohne überhaupt was besprochen zu haben, war schon eine Stunde voll. Mhm. So, und, aber das war schon, fand ich persönlich, ziemlich witzig. Okay. Naja, Tobi, du musst halt auch bedenken, dass es nicht nur um dich geht beim Podcast, sondern es müssen sich auch Leute anhören, die nicht du sind. Ja, das war die nächste Idee. Wir hatten überlegt, dass wir einen Podcast machen und die Leute bezahlen uns, damit wir damit aufhören. Das war so die zweite Idee. Ja, das, auch nicht gut, glaube ich. Das ne? wird nicht funktionieren, nein. Okay, ich glaube, die Leute hören es dann einfach nicht. Ja. Und hassen dich. Das, wenn Geld verdienen so einfach wäre, dann wären alle so reich wie ich. So. Wie heißt deine Podcast-Partnerin potenziell? Vanessa heißt sie. Vanessa. Vanessa und Tobi. Mhm. Okay. Also der Name, sage ich dir ganz ehrlich, Tobi ist scheiße, den ihr bisher habt. Müllhoch 2 ist okay, aber Müllhoch 2, was machen wir mit Spotify? Ja, nicht bei Spotify, wie gesagt, das ja, da ärgert ihr euch später drüber, wenn die euch dann deswegen nicht unter Vertrag nehmen. Ist völliger Blödsinn, genau. Aber ich meine, das kriegen wir irgendwie noch beim nächsten Gespräch hin. Aber was brauchen wir? Was können wir machen? Wie zieht man das Müll auf? Wie dieser, nur auf dieser. Ja, dieser ist scheiße, oder? Der darf ich auch kein Abo für, das ist ja das Problem. Dieser wollte gemischtes Hack für 25 Euro unter Vertrag nehmen. Was? Fucking dieser! Sorry. Sorry, aber nein. Okay, also, ich glaube, ihr solltet euch einfach mal jeder irgendein Billo-Mikrofon kaufen. Ich würde nicht zu viel Geld investieren, Tobi. Ja, so wie Tommy ungefähr, der lässt sich ja lieber schenken, genau. Genau. Ich würde mir ein Billo-Mikrofon kaufen und eins, was man erstmal einfach so in den Laptop einfach so reinstöpseln kann mit so einem komischen, das geht mit USB. Und ja, geht es. Ich weiß nicht, was daran lustig ist. Und dann nehmt ihr das einfach mal auf, weil die Situation, wenn man aufnimmt, also weiß, man nimmt jetzt auf und jetzt muss irgendwie auch was bei rumkommen, ist schon nochmal was anderes, als wenn ihr einfach so drauf losquatscht und sie da gerade in einem Biergarten in Madeira abhängt. Und wenn ihr euch das dann anhört und es selber noch witzig findet und ihr das dann jemandem zeigt,
der auch ehrliches Feedback gibt, der nicht einfach nur sagt, Tobi, ich finde alles geil, was du machst, sondern wirklich sich das anhört und dann auch sagt, wenn es kacke ist. Und wenn es diesen Test besteht, dann könnt ihr das ja einfach wirklich so bei, es gibt so verschiedene Plattformen, wo man das machen kann. Ich glaube, wir haben das damals einfach bei SoundCloud hochgeladen und dann kann man das irgendwie so einstellen, dass sich alle möglichen Apps, wo es Podcasts gibt, dass diese Datei dann da rausziehen und dann ist es überall. Und dann könnt ihr einfach mal gucken, ob das irgendein Schwein interessiert. Hoffe ich mal. Ich sage, die Chancen stehen, sage ich mal, 50-50. Wollen wir das so machen? So machen wir das. Wer von euch würde sich jetzt so aus dem, wie wir Tobi kennengelernt haben, dem Podcast, sagen wir mal, einmal anhören, mal applaudieren bitte. 30%. 30%. Wenn wir das auf Deutschland hochrechnen, sind es 25 Millionen. Ja. Das ist nicht schlecht. Gut, dann wünsche ich dir viel Erfolg damit, Tobi. Ich versuche zu machen. Grüß Vanessa. Ich wünsche euch alles Gute in Ochtrup. Applaus für Tobi bitte. Leute, das war 99 Problems, die erste Folge nach der Sommerpause. Wenn ihr noch Bock habt auf exklusives Bonusmaterial, dann geht jetzt auf den YouTube-Kanal von Stand-Up 44. Guckt euch die extra Kacke an und werdet glücklichere Menschen. Tschüss.